Das ist Katja. Sie lebt schon seit längerem auf dem Land in Niedersachsen. Viele Jahre war Katja Verkäuferin in einem kleinen Modegeschäft, bis das Geschäft schließen musste. Heute lebt sie von der Grundsicherung und bewegt sich viel weniger als noch zu Arbeitszeiten. Gerne möchte sie wieder mehr Sport machen, aber leider hat sie vor Ort nicht viele Möglichkeiten. Und das örtliche Fitnessstudio ist viel zu teuer. Auch die nächste Stadt ist mit Bus und Bahn nur schwer zu erreichen und kostet einfach zu viel Geld für Katja. Amir lebt viele Kilometer entfernt von Katja in Bremen. Er war einmal Krankenpfleger und kann aufgrund eines Bandscheibenvorfalls nicht mehr seiner Arbeit nachgehen. Er bezieht ebenso wie Katja Grundsicherung und nimmt an einer Reha-Maßnahme teil. Seine große Leidenschaft ist das Kochen. Vor wenigen Monaten allerdings hat man bei ihm eine Lebensmittelallergie festgestellt und jetzt weiß er nicht mehr so recht, was er noch essen darf. In der Beratung im Jobcenter haben die beiden von einem Projekt gehört. Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt. Das Projekt wird gefördert von den gesetzlichen Krankenkassen und wird in Niedersachsen und Bremen von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. umgesetzt. Doch was steckt dahinter? Es geht darum, Ihre Gesundheit zu erhalten und das eigene Wohlbefinden zu stärken. Wir wollen Sie im Umgang mit Herausforderungen stark machen. Um das zu erreichen, sollen Partner vor Ort besser zusammenarbeiten, darunter das örtliche Jobcenter bzw. die Agentur für Arbeit, die Krankenkassen, aber auch lokale Einrichtungen wie Sportvereine und Familienzentren. Gemeinsam schaffen wir Gesundheitsangebote, die für Menschen ohne Arbeit kostenlos sind. Sie ersetzen zwar keinen Arztbesuch, aber unterstützen Sie bei Ihren persönlichen Zielen. Sie können anonym mitmachen, ohne komplizierte Anmeldevorgänge oder die Pflicht zur Teilnahme. Es ist nicht schlimm, wenn Sie einmal nicht erscheinen oder das Angebot doch nicht besuchen wollen. Es ist keine Maßnahme und Sie sind nicht verpflichtet, daran teilzunehmen. Und keine Sorge, das örtliche Jobcenter erfährt nichts von der Teilnahme. Ihre Anonymität und Ihre Daten sind uns heilig. Die Angebote sind so vielfältig wie die Menschen vor Ort. Vom Umgang mit Stress, Bewegung bis hin zu Ernährung und der Beschäftigung mit Suchtverhalten ist für jeden etwas dabei. Damit alle Angebote auch genau auf Ihre Wünsche passen, befragen wir regelmäßig die Menschen vor Ort. Wenn auch Sie uns Ihr Anliegen mitteilen wollen, besuchen Sie unsere Website www.meine-gesundheit-stärken.de. Katja und Amir sind glücklich. Beide können an ihren Wunschangeboten einfach und bequem teilnehmen. Katja hat sich für eine Laufgruppe in ihrer Gemeinschaft entschieden. Endlich ein Bewegungsangebot ohne weite Fahrtstrecken. Amir hingegen hat über das Projekt ein Angebot zu einer Ernährungsberatung wahrgenommen. Wollen auch Sie mitmachen? Besuchen Sie uns online unter www.meine-gesundheit-stärken.de und informieren Sie sich über Angebote in Ihrer Region.